Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge V Rising. Wir sehen, Tyler und Gideon sind zurück und wow, das hat sich doch mal gelohnt, die beiden loszuschicken. Die haben uns hier doch reichlich Zeug mitgebracht. Und ich würde sagen, da fackeln wir jetzt gar nicht lange, da schicken wir die gleich nochmal los. Ja, was steht heute an? Ich hatte in der letzten Folge ja bitterböse von Christina den Hintern stramm gezogen bekommen. Und ich habe es danach nochmal probiert. Das ist dann allerdings tatsächlich in einer Rage Quit Folge geendet. In the name of Luminance, you must be purged. Ich muss gar nicht. I will show you discipline. Naja, mach mal. Na komm, 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 komm. Wir wollen doch hier mal artig sterben. Wo ist die Alte hin? Ey, leck mich am Arsch. Das kann's doch jetzt wirklich nicht sein. Hat die sich jetzt zurückgesetzt? Ich krieg die Krise. Es kotzt mich an. 79, den nehme ich mir mit. Okay, ist jetzt schon wieder mit mir pissig? Tatsächlich. Die Alte tickt noch nicht richtig. I will show you discipline. This is my... Halt die Fresse, du blöde Kuh. Erst haut sie aus dem Kampf ab, diese feige Hexe. Es ist doch zum Kotzen. Und hier vorne brauchst du mit der auch nicht anfangen zu kämpfen. Das ist komplette Zeitverschwendung. Ich küre die jetzt mal hier ganz einfach zum beschissensten Boss der Woche. Nö. Einfach nö, weil nö. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ja, also dieses Heilen. Das, und vor allem, in was für einer Kadenz das halt auch rausgehauen werden kann. This is my conviction. Shining blessings. Hatte dann sowas von die Faxen dicke, dass ich, ja, wie es der Name schon sagt, die Folge aus lauter Wut verlassen habe. Heute wird definitiv wieder eine reine Organisationsfolge. Ich hoffe, ich kriege das trotzdem irgendwie ein bisschen angenehm zusammengepackt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, noch ein bisschen Eisen zu farmen. Also ich werde mich in die Eisenmine begeben. Ich werde mich ganz bewusst nicht an irgendwelchen Wie-Platz vergreifen, ganz egal ob Blutmond ist oder nicht, weil das, sag ich mal, macht ja auch nur relativ wenig Sinn, wenn ich da hier 10-mal hintereinander tot umfalle, weil ich es einfach nicht gebacken bekomme. So, wir haben hier ein Buch für einen weiteren Ring, Ring des Hexenmeisters, können wir ja dann mal gucken, ob der uns in irgendeiner Form positiv weiterbringt. Und dann haben wir hier die Marodeurhandschuhe. Ne, die haben wir, glaube ich, jetzt schon zum weiß ich nicht wie oftesten Mal. Das müssten sie sein. Genau, die Marodeurhandschuhe. Also haben wir wieder ein Buch für unsere hungrige Truhe gefunden. Beziehungsweise haben Gideon und Tyler ein Buch für unsere hungrige Truhe gefunden. So, alles klar, es ist dunkel, los geht's. So, dann haben wir uns jetzt hier erstmal bis an den Eingang vorgekämpft. Jetzt sehen wir zum ersten Mal hier so einen Skelettmagier. Der ist nämlich auch nicht ganz ohne. Warte mal, das ist jetzt nicht die große, die unüberwindbare Bedrohung. Aber sagen wir mal so, man muss es jetzt nicht unbedingt haben. Und dann können wir jetzt hier ganz in Ruhe anfangen, ein bisschen zu farmen.
Ja, und genau deswegen wollte ich mich von Wieblatz fernhalten. Aber ich bin ja halt auch ein bisschen doof. Und dieses Mal vor dem Sonnenuntergang erfolgreich zu Hause eingerollt. Und ja, ich würde sagen, die Farmtour hat sich mal richtig gelohnt. Ich konnte 2 Bücher abstauben. Und wie ihr seht, reichlich Eisen. So, und damit haben wir es dann jetzt auch endlich zusammengefarmt. Unsere neue Schlossstufe. Palüm, palüm. Das Auge von Mortium. Ich sag jetzt einfach mal ja. Ja, aber das Auge von Mortium, wenn das Auge von Mortium gebaut ist, ermöglicht es dir innerhalb der Ruinen von Mortium geöffnete Rissbrüche zu verfolgen. Okay, das klingt mega interessant. Ich habe überhaupt keine Ahnung, für was das Ding gut ist. Habe ich noch nie benutzt, habe ich noch nie gebraucht. Ja, ist halt so. Werden wir bei Gelegenheit mal testen. Das Problem ist, wir brauchen dafür 4 Geißelsteine und von den Geißelsteinen sind wir noch so unglaublich maximal weit weg. Ich habe gerade mal geguckt, wie es generell mit den Wieblatz aussieht, was für ein Wieblatz für uns jetzt wie Sinn machen würde. Und ja, bin halt relativ nüchtern zur Erkenntnis gekommen, dass es keinen Sinn macht, jetzt hier irgendein Wieblatz auslassen zu wollen, weil wir die am Ende ja doch irgendwie alle brauchen. Das ist einfach eine unbequeme Tatsache. So, und damit hallo und herzlich willkommen zur Forschungslotterie. Wer hat noch nicht, wer will noch mal verarscht werden? Ja, jetzt habe ich endlich die gnadenlose Kupferaxt gekriegt. Es ist genauso, wie ich es gesagt habe. Dann, wenn du sie wirklich gar nicht mehr brauchst. Ja, dann ist das eben so. I cannot build here. Warum war mir das jetzt irgendwie klar, dass ich das jetzt hier nicht fertig kriege, ohne wieder Gefahr zu laufen, zu verbrennen? Gut, dann haben wir jetzt hier einen zweiten Käfig. Dann mache ich mich doch mal auf den Weg und hol mal noch irgendwo ein Blut, beziehungsweise hoffe, dass ich irgendwo ein brauchbares Blut finde. Oder 2 oder 3. Naja, 2 würden reichen. Naja, beim Thema brauchbares Blut seid ihr definitiv raus. Wenn 37 das Beste ist, was ihr zu bieten habt. Leute. Ja, hier unten brauche ich nicht nach Blut suchen, weil da gibt es keins. So, dann tun wir jetzt doch mal hier Pferd und so. Irgendwie ging das. Nee, so ging das nicht. Evas, genau. Hallihallo, habt ihr denn hier ein brauchbares Blut für mich? Eher nicht. Das machen wir nur der Vollständigkeit halber, aber nicht, weil es sich lohnt. Ja, ich würde sagen, ihr seid irgendwie ein bisschen suizidal veranlagt, oder? Oder ihr hättet dem einzigen suizidal Veranlagten vielleicht nicht den Molly geben sollen.
require more resources to make that. I am missing key ingredients. Also wenn die Anzeige stimmt, dann haben wir hier definitiv gerade den Highscore. Komm. Oh ja, Baby. Oh ja. Sehr geil. Wir haben hier ein 100% Barbarenblut. Das hatte ich noch nie. Also generell 100%. Junge, Junge. Der wird uns in unserem neuen Käfig aber sowas von gut gefallen. Komm, mein Freund. Beweg dich. Für dich gehe ich sogar gerne angeln. Komm, los. Einsperren den Typen. Jo, also ich würde sagen, das hat sich mal richtig gelohnt. 100%. So, also geht man den jetzt hier am besten zu fressen, dass der gleich wieder voll heult? Der kriegt eine fette Grundel, ne? Eine fette Grundel, bitteschön, dankeschön. Hier, gönn dir, mein Kumpel. Ach, oh, bin ich froh. Das wird mir geschmecken. Om nom 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 nom. 100% da. Und wenn wir den nämlich jetzt so gut pflegen, dann können wir den so gesehen auch wirklich unbegrenzt halten. Wir müssen halt bloß aufpassen, dass sein Elend halt nicht allzu sehr hoch... Mal, was hatte der überhaupt? Kompetenz 6%? Kompetenz 15%. Also die beiden definitiv müsste ich mal austauschen. Wir lassen die noch ihre Runde fertig laufen. Ja, also wenn wir den jetzt hier pflegen, ihr seht das ja hier, dieses Elend. Mit jedem Mal, was wir dem hier Blut abzapfen, wird dieses Elend erhöht. Allerdings gibt es auch, ich meine, es wäre die Regenbogenforelle gewesen. Genau, mit der kannst du das Elend des Gefangenen wieder etwas reduzieren und ihn halt in der Theorie ewig an dich binden. Ja, und damit würde ich sagen, wir ziehen mal ein ganz kurzes Fazit von der Folge. Noch nicht? Doch, machen wir mal. Wir sind definitiv etwas vorangekommen. Ich habe einen zweiten Käfig gebaut, ich habe das Schloss aufgewertet, ich habe reichlich Eisen gefarmt, allerdings landet von dem reichlich gefarmten Eisen ja, ihr wisst selber, nicht allzu viel in der Truhe. Ihr seht ja, die Hochöfen, die sind noch am Machen und wirklich viele Barren sind dabei jetzt am Ende nicht rausgekommen. Ich habe nochmal total sinnlos geforscht und ansonsten habe ich mich hier eigentlich, ja, wirklich mehr oder weniger auf das Blut konzentriert, dass ich ein entsprechendes Blut bekomme. Und damit wird es ein Erfolg. So, ich bin jetzt gespannt, wie ich hier die weit mehr als eine Stunde runterschneide. Aber ich glaube, hier habe ich diesmal sehr, sehr viel für die Schere. Wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat, auch wenn es stinklangweilig war, trotzdem etwas Spaß gemacht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir dann vielleicht mit unserem 100%er Blut etwas gepusht noch einmal den Kampf gegen Christina versuchen aufzunehmen. Vielleicht ist ja an der Stelle dann auch das Spiel nochmal gnädig und wir bekommen zusätzlich noch einen Blutmond oder. Denn im Bereich Rüstung und Waffen sind wir gerade
an unserer evolutionären Spitze angekommen. Mehr können wir gerade einfach noch nicht. Ich kann noch keinen besseren Ring herstellen, ich kann noch keine Waffen verbessern und mit der Rüstung, da ist auch noch nicht viel zu machen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, tschüss.